Hey ho, Bauupdate, 11.04. Es geht mal wieder Schlag auf Schlag. Ich habe die Bretter lasiert. Naja, ganz hundertprozentig trocken sind sie noch nicht, aber mir egal, die kommen jetzt drauf. Dazu habe ich hier jetzt schon mal Löcher gebohrt. Oben entlang, genau da. Da entlang, also komplett ringsrum habe ich schon die Löcher fertig gebohrt, aber jetzt gehen wir hinter und schauen wir uns die Bretter an. Ja, da liegen sie. Machen wir mal ein Lichtl auf. Naja, so ganz hundertprozentig trocken sind sie jetzt noch nicht. Aber, na nun, hatte ich den Zoom aus Versehen drin reingemacht. Aber, wie gesagt, ich will sie jetzt hinspaxen. Ich will hier endlich mal weiterkommen, weil ich habe ja auch noch anderes zu tun. Drum nehme ich jetzt ein Brett nach dem anderen mit vor und werde es erstmal mit Schraubzwingen verzwingen. Dann von unten nachbohren und dann festspaxen. Jo Leute, und so habe ich mir hier jetzt den Bohrer ziemlich aufs letzte Eck noch eingespannt, dass ich durch das Holz durchbohren kann und noch ein bisschen oben mit reinkommen und vorbohren. Ich habe vorher ein Testbrett gemacht, ob mir das Holz auch ja nicht springt, wenn ich das von unten bohre. Hat funktioniert und ja, jetzt spackt sich das fest, macht dann die anderen ringsrum und dann geht es vielleicht noch weiter. Ha, es ist geschafft. Naja, zumindest fast eine klitzekleine Ecke fehlt noch, aber die mache ich irgendwann mal, wenn ich einfach Lust dazu habe und die habe ich jetzt momentan nicht. Nö. Also wie gesagt, eine Ecke fehlt noch, aber egal, ich zeige es euch jetzt. Jo, schön von unten festgeschraubt. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Ja, hier der Überrang. Naja, ist halt nun mal so jetzt. Man kann es lassen. Hier oben, das ist das Eck, was ich gemeint habe. Da werde ich vielleicht einmal noch Eckelnei sägen. Ja, werde ich bestimmt machen. Und ich würde mal sagen, das Ganze sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das Eckbrett habe ich auch noch mal neu gemacht, gefällt mir jetzt auch sehr gut und funktionieren tut die Ablage einwandfrei. Also so gefällt mir das doch ja viel viel besser. Und da das jetzt für ein Bauupdate oder selbst für ein Bauupdate Video viel zu wenig Material ist, hole ich jetzt noch was anderes raus und fange das auch noch an zu montieren. Jo, ich habe mir mal zwei Feuerlöscher gekauft gehabt. Boah, jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube, die waren auch vom Lidl. Zufällig gesehen gehabt, mitgenommen. Funktionsbereich von minus 30 bis plus 60 Grad. Also optimal, um auch im Winter draußen zu hängen, ABC-Feuerlöscher, also Pulver. Ja, und da suche ich mir jetzt irgendwie ein Plätzle, wo ich die hinhängen kann und wir packen sie ganz einfach schnell aus. Auch wenn es jetzt günstige sind, Sicherheit kann man nie genug haben. Ich habe mir die halt jetzt gekauft. Besser als gar kein heraußen. Die Kacke jetzt. Naja, schon billiges Zeug, muss ich sagen.
Irgendwann kommen da mit Sicherheit noch ordentliche her. Plastikscheiße. Oh mein Gott. Ja, aber wie gesagt, definitiv besser als gar keiner. Und ich suche mal hier jetzt für diese Wand halt, für diese Halterung hier am Plätzle. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Jo Leute, der eine hängt jetzt hier im vorderen Bereich und der andere hängt da hinten, ja, bei der Löschdecke. Ja, ich weiß, es sind nicht die besten, es sind billige. Irgendwann einmal werden die bestimmt ersetzt mit was Hochwertigen. Aber da fehlt es mir momentan, wenn ich ganz ehrlich bin. Und hier drinnen, da oben habe ich ja noch einen kleinen hängen. Den konnte ich nicht in den Außenbereich hängen, weil das ist, glaube ich, ein Nassfeuerlöscher. Der hätte die Winterkälte nicht ganz überstanden. Jetzt hätte ich fast gesagt, wir haben es vorerst mit unseren Bauplatzvideos, Grillplatzvideos, aber eins kommt noch, und zwar eine Verschönerung. Ja, dahinter, vorne draußen, vorm Grillplatz. Das gibt auch noch mal ein extra kleines Video, tätig mal behaupten. Soweit. Und ansonsten war es das jetzt für heute. Der Platz hier selber ist soweit erst einmal fertig. Beleuchtung haben wir, Dach haben wir, Dachrinne haben wir. Die Löcher sind alle mittlerweile zugemacht. Die hier sind mal endlich drauf. Mir gefällt es gut. Also, jetzt können die Partys steigen. Ja. Schauen wir mal, wer als nächstes kommt und sich das Ganze hier anschaut und begutachtet. So Leute, dann täte ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, dass ich noch ein Grillvideo zustande bringe und auch bearbeite, weil am Wochenende bin ich unterwegs. Und ich hoffe, dass das auch ein Grillschanke unterwegs Video gibt. Ich weiß zwar noch nicht genau, was da auf mich zukommt, aber es wird bestimmt lustig. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Leute, wir haben ja noch ein Unboxing auch noch zum Fertigmachen und zum Zusammenbauen. Da war ja auch noch was. Gut, aber jetzt bin ich weg. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.